Viele hundert Gläubige sind am Samstag zu einem Festtag in die Domstadt Eichstätt geströmt. Bischof Gregor Maria Hanke hat 6 Diakone zu Neupriestern im Bistum Eichstätt geweiht. Sebastian Braun aus Berching, Josef Del Mastro aus Hüsten, Hubert Gerauer aus Neuhausen, Corbinian Müller aus Ingolstadt, Tehai Nguyen aus Hildesheim und David Simon, der aus dem oberschlesischen Malnia in Polen stammt. Der Weihegottesdienst mit all den Gläubigen und der Zuspruch des Bischofs gehen den Neupriestern nahe. Es war eine sehr ergreifende Liturgie, besonders die Momente der Handauflegung und des Weihegebets, wo einem dann bewusst geworden ist, man ist jetzt dort angekommen, wo man sich sehr lange darauf vorbereitet hat. Und jetzt freue ich mich auf die Zukunft, auf die Aufgaben, die jetzt als Neupriester auf mich zukommen. Große Freude, die nicht nur auf dem Gesicht bei mir herrscht, aber auch im Herzen. Es ist so wunderbar. Endlich habe ich das geschafft. Nach 9 langen Jahren, endlich ist es soweit. Jetzt kann es weitergehen. Für mich waren das die ergreifendsten Momente meines Lebens. Und ich bin so dankbar, dass ich das erleben darf, erfahren darf. Jetzt kann ich ganz Seelsorger sein. Und da habe ich ja mein ganzes Leben lang dahin gezielt, Jesus Christus zu den Menschen zu bringen. Und wenn Sie die Freude an Jesus Christus haben, Jesus Christus entdecken, das ist dann gleichzeitig auch meine Freude. In seiner Predigt bestärkte Bischof Hanke sie, ein Freund Christi zu sein und die Weihe als Zeichen der Liebe Gottes zu allen Menschen zu verstehen. In diesem Sinne sollten die Neupriester auf falsche Machtansprüche verzichten und dienen, nicht herrschen. Für die Zukunft wünsche ich den 6 Neupriestern, dass sie die Freude des Evangeliums nicht nur verkünden, sondern selbst aus dieser Freude leben und damit anziehend sind für die Menschen. Gute Übersetzer des Evangeliums in den Alltag, in das Leben hinein. Nach dem Gottesdienst sind die Neupriester vom Eichstätter Dom zum Bischofshaus gezogen und haben dort den Primizsegen gespendet. Während der vergangenen 2 Jahre haben sie sich auf den Dienst als Priester in ihren Praktikumspfarreien gut vorbereitet. Jetzt freuen sie sich auf die kommende Zeit und wirken spürbar erleichtert. Die Liturgie, die war sehr intensiv und ich war sehr angespannt, aber wie wir dann rausgezogen sind und das große Gott, wir loben dich gesungen haben, wie alle aus voller Inbrunst gesungen haben, da ist so die ganze Anspannung abgefallen. Jetzt bin ich einfach froh, dass ich Priester sein darf. Ich nehme mir das vor, was der Bischof in der Predigt gesagt hat, das Evangelium zu verkünden für die Menschen, das Evangelium zu verkünden und einfach den Menschen Christus, das Wort Gottes, die Sakramente, all das nahezubringen. Morgen freue ich mich schon sehr auf die Primiz in Herrieden, in der Gemeinde, wo ich jetzt als Praktikant eingesetzt war. Dort sind unheimlich viele Leute, sehr umtriebig, die sich kümmern, die machen und die tun, die alles vorbereiten, dass wir morgen einen wunderschönen Primizgottesdienst haben. Auch die anderen Neupriester feiern in den nächsten Tagen ihren Primizgottesdienst. In den kommenden Monaten werden die 6 Männer zunächst in ihren Praktikumspfarreien weiterarbeiten. Josef Del Mastro im Pfarrverband Herrieden-Aurach, Hubert Gerauer im Liebfrauenmünster und St. Moritz in Ingolstadt, Corbinian Müller in Maria Himmelfahrt in Allersberg, Tehai Nguyen in der Pfarrei zu unserer lieben Frau in Neumarkt und David Simon in St. Willibald in Weißenburg. Ihre erste Kaplansstelle treten sie dann im Herbst an. Jetzt dürft ihr euch einen Kaplan aussuchen, gell?